Hallo bei Leitfamilienmedizin. Neben mir sitzt Christoph Hüser, die länger dabei sind, kennen Christoph. Er ist nicht nur begeisterter Notfallmediziner, sondern auch der Initiator von ToxDocs. Ist eine super Seite, wenn ihr euch Okay. in der Toxikologie irgendwie ein bisschen informieren wollt, also unbedingt draufgehen. Aber Christoph ist natürlich auch ein Notfallmediziner wie alle anderen Notfallmediziner und stellt sich auch andere Fragen. Und ich glaube, du hast jetzt vor kurzem einen tollen Kurs gemacht, den EMCC, und da simuliert man Notfallsituationen. Die Koniotomie war aber nicht dabei und du hast eine Lösung dafür gefunden. Genau, wir hatten das Problem, wir haben den EMCC-Kurs gemacht, konnten dafür unser Skills Lab nutzen, hatten aber keinen Koniotomie-Trainer und dann war die Frage, können wir uns so ein Ding leisten und kaufen oder bauen wir nicht einfach schnell selber ein? Okay, krasse Nummer. So Sachen selber bauen, das macht man nicht mal eben. So normalerweise, wie teuer war das Ganze? Ja, so 50 bis 100 Euro haben wir dafür ausgegeben. Kommt drauf an, wie teuer man den 3D-Guck bekommt. Okay, das glaube ich ist für die meisten Notaufnahmen machbar und investierbar. Du hast uns ja deine Bauanleitung zur Verfügung gestellt. Die kann man in den Shownotes runterladen. Da sind Links dabei, das sage ich gleich vorweg, weil die führen zu Amazon. Wir kriegen nichts für die Links. Wir haben da keine Anteile dran. Das sind nur Beispielprodukte. Ihr könnt sie auch überall anders kaufen. Und das nur vorweg. Also es ist keine Schleichwerbung. Bitte nicht falsch verstehen. Okay, zurück zur Koniotomie. Wann muss ich die eigentlich durchführen? Das ist eine Rescue-Maßnahme, die Koniotomie. Im Endeffekt, ich habe eine Can't-Ventilate, Can't-Intubate-Situation, habe einen Patienten eingeleitet, kriege keine Beutelmaskenbeatmung hin, keinen supraglottischen Atemweg und auch die Intubation funktioniert nicht. Und dann gibt es eigentlich nur den einen Weg noch, nämlich einen chirurgischen Atemweg dann durchzuführen. Das ist eigentlich eine prima Sache und ich denke für viele NotfallmedizinerInnen auch eine klare Kiste. Jetzt würde mich mal bei dir aus der Praxis interessieren, wie machst du das, wenn du einen Atemweg sicherst? Kommunizierst du auch vorher schon den Plan C? Denn kleiner Schwank, mir ist schon häufiger passiert, dann sage ich ja und wenn es nicht funktioniert, dann nehmen wir als letztes den chirurgischen Atemweg und dann fangen alle mal an zittrig zu werden, sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt will er schneiden. Sagst du es vorher oder hast du das für dich als Mindset drin, dass du weißt, okay, wenn es jetzt blöd wird, dann kommuniziere ich es erst? Es kommt so ein bisschen auf die Situation an, ehrlicherweise. Wenn ich denke, da wird ein einfacher Atemweg, dann erwähne ich es meistens nicht. Wenn ich denke, wir sind hier in einer kritischen Situation, das könnte auch ein schwieriger Atemweg werden. Oder wenn das Team sehr entspannt ist und ich denke, ist nochmal ein guter Moment, das nochmal einzustreuen, dass es das ja auch gibt als Plan C, dann erwähnen wir das schon auch manchmal, ja. Ja, das war ich so ähnlich. Und was ich immer merke, ist auch bei Notarzteinsätzen, Anaphylaxie, der Patient schwillt zu, dann lege ich häufig demonstrativ das Set schon mal hin, weil dann wissen eigentlich alle, okay, das hier ist kein Spaß, das ist ein ernster Einsatz, da können wir jetzt hier nicht rumdrucksen müssen. Ne? Okay, und dann muss man sagen, hat man es eigentlich auch schon geschafft. Wie machst du das? Weil ich weiß ja, wir haben uns gestern unterhalten, eine gemütliche Runde und du hast erzählt, also du hast es natürlich nicht nur einmal trainiert. Was würdest du den Anwendern jetzt empfehlen? Die sind jetzt Feuer und Flamme, die haben dein Video gesehen, die haben gesagt, boah, das kaufe ich mir, alles schon bestellt, jetzt liegt es zu Hause. Reicht es, wenn man das einmal macht oder wie hast du da ein Konzept für dich, um fit zu bleiben? Naja, also je öfter man es macht, umso besser. Ich darf da mal Eric Driver zitieren, Notfallmediziner aus Schweden. Die haben in ihren Notaufnahmen einfach fertige Boxen mit Übungssets. Also dann gibt es dann eine Checkliste, Koniotomie, den Koniotomie-Trainer. Und dann kann man einfach, wenn man ein bisschen Leerlauf ist, stampft man sich die Box und übt selber die Koniotomie. Sowas ist natürlich ideal, wenn man es so macht. Ja, man muss es halt regelmäßig machen und gerade am Anfang, wenn man es halt einmal die Technik drin haben will, dann bietet es sich schon an, das zwei, dreimal hintereinander zu machen und dann nochmal nach zwei, drei Tagen auch ein paar Mal einfach, dann bleibt es im Langzeitgedächtnis. Ich glaube, das ist halt ein super wichtiger Punkt, ne, dass alle Notfallmaßnahmen eben ja eigentlich nicht so sind, dass man jetzt sagt, boah, wie war das jetzt nochmal und denkt erstmal 10 Minuten nach. Die Zeit hat man ja nicht. Das heißt, es sollte ja eigentlich im Muskelgedächtnis drin sein und man weiß jetzt, okay, man packt da hin, schneidet rein. Jetzt habe ich nochmal eine spannende Frage, die mich immer bewegt. Es gibt ja immer diesen Laryngeal Handshake, den in der englischsprachigen Literatur, dass man bei jedem Patienten erstmal den Larynx tastet. Ich nehme es mir mal vor, machst du aber in der Praxis nie, machst du es? Ich mache es auch nie. Wer es aber macht, ist oft mein Chef. Er tastet schon mal, wenn es ans Intubieren geht, dann sagt er doch mal so, sagt er, ah ja, ich taste nur einmal kurz und guckt sich's an. Ja.
eigentlich nämlich ein super cooler Move und vielleicht auch nochmal so ein Giveaway für die Leute, die zugucken. Gemeint ist eigentlich nur den Griff, den Christoph eben beschrieben hat, ja, mit der Hand mal kurz zu tasten, wo würde ich denn eigentlich hingehen? Und die ganz abgefahrenen Leute, die markieren sich dann sogar. Ich weiß nicht, ob es nicht auch häufig dann Leute beunruhigt, wenn man das sich schon mal markiert, ob die dann nicht das Vertrauen nein verlieren. Aber könnte man so machen. Ist auf jeden Fall sicherer, wenn es dann soweit ist. In der Stresssituation, da ist dann nämlich schon, liegen bei allen die Nerven ein bisschen blank. Dann weiß man nämlich, wo man hin muss. Da hat man es dann gespart. Das ist halt wie immer ein Vorbauen. Ja. Und die allerletzte Frage, und dann höre ich auf, dich zu löchern, aber wenn wir schon zusammen sitzen, bei euch im Set ist da ein 6er-Tubus drin oder einfach ein Tracheostoma? Wir haben tatsächlich entweder das Punktionsset oder du musst ja die Materialien dann selbstständig sozusagen anfordern, also Skalpell, Bougie und den 6er-Tubus. Die haben wir dann aber zusammen im Shopraum liegen. Okay, weil das ist häufiger so und die Frage, finde ich, ist interessant, wenn man jetzt das Set eh neu bestückt. Ich würde persönlich eher ein kleines Tracheostoma nehmen, mit einer 6er-Größe gibt es die ja auch, weil die steckt man nicht zu tief rein. Aber was man auch sagen muss, eine Notfallintervention, ich habe persönlich noch nie konsumiert und glaube aber deswegen, dass man sich umso besser vorbereiten muss. Weil irgendwann trifft es jeden Mal. Genau, wahrscheinlich. Okay, Christoph, vielen, vielen Dank. Eine Sache muss ich noch sagen, das ist weder der Einrichtungsstil von Christoph noch von mir. Wir sind hier im Kongresshotel und nicht, dass sich Zuschauer wundern und sagen, boah, ey, die bauen auch immer weiter ab, die Jungs, die werden irgendwie wie unsere Großeltern von der Einrichtung her. Also, wunderschön, schreibt es in die Kommentare, schreibt bitte Fragen in die Kommentare. Wenn ihr es nachbaut, unbedingt Bilder schicken, wir freuen uns total. Und auch wenn ihr andere Versionen habt, auch das gerne schicken. Ja, wir lernen alle voneinander. Vielen, vielen Dank. Schaut bei Tox Talks vorbei und bis bald. Bis dann. Ciao.